Hiho und willkommen zurück bei den Rollenspielfreunde zu Baldur's Gate 2. Leute wie diese hier? Shadows of Arm. Ja, danke für deine Unterbrechung, Evie. Nervensäge. Gut, wir sind in Suldan Nesala angekommen. Zungenbrecher. Und haben wenigstens alles jetzt abgeschlossen, denke ich mal. Ja, Verfolger von Iredikus ist hier noch offen. Einsatz ins Heim, das haben wir irgendwie nicht richtig abgeschlossen. Und ja, im zweiten Kapitel. Aber wir haben im sechsten auf jeden Fall alles erledigt. Die Rindler Thorn wird jetzt den Weg nach Suldan Nesala weisen. Also das ist jetzt der letzte Abschnitt. Nachdem wir den letzten Kampf gegen Bodhi hinter uns hatten und Kangaks Körper wieder zusammengeflickt hatten. Ja, die Rüllatorn wird uns den Weg nach Suldan Nesala weisen. Der Großteil von Elans Streitkräften wird hierbleiben, um die Drow endgültig zu vertreiben. Das bedeutet, dass ich mich mit Iredikus und mit dem, was er in der Stadt entfesselt hat, alleine herumschlagen darf. Elan hat sich doch immer nicht dazu bereit gefunden, darüber zu sprechen, warum Iredikus solch einen Hass für die Elfen empfindet und warum er den Magier als den Verbannten bezeichnet. Er hat nur gesagt, dass sein Verbrechen fürchterlich war und seine Bestrafung noch fürchterlicher. Sobald ich in die Stadt gelangt bin, will ich mit der Hohenpriesterin Demin sprechen. Vielleicht kann ich von ihr mehr erfahren. Ich hoffe, dass die Stadt überhaupt noch existiert. So, jetzt habe ich eine Aufgabe im siebten Kapitel. Tagebuch. Ja. Gucken wir erstmal, was im Tagebuch steht. Die Informationen, die mir Illa, der Anführer der Elfenarmee, gegeben hat, waren wichtige Puzzlestücke, um das Rätsel namens Iredikus aufzuklären. Offenbar war der Magier und seine Schwester als Elfen. Ihre hochtrabende Ambition, ihre Gier, Macht zu erlangen, die denen der Götter gleichkommt, haben sie dazu geführt, dass sie unaussprechliche Goldtaten begangen haben. Zur Strafe hat man ihnen alles genommen, was sie zu Elfen machte. Da ihnen nur noch die Lebensspanne von normalen Menschen verblieb, haben sie sich nach anderen Möglichkeiten umgesehen, ihr Leben zu verlängern. Bodhi mithilfe des Vampirismus und Iredikus mithilfe der Macht. Die beiden planten gemeinsam zurück nach Suldan Nesala zu kommen, um einerseits ihre Rache zu vollziehen, und um andererseits die Macht zu erlangen, nach der sie strebten. Iredikus ist in Suldan Nesala eingedrungen, während die elfische Armee mit den Drow beschäftigt war. Dann hat er die Elfenstadt in eine Illusion gehüllt, die sie vor allen anderen verborgen hat. Elan hat mir den Auftrag erteilt, die Einzelteile einer mystischen Laterne zu finden, die sogenannte Rindel Lafon. Ja, also es ist doch eine Laterne. Die sogenannte Rindel Lafon hat die Macht, die Illusion zu bannen. Die Basis der Laterne wurde von Bodhi selbst von einem heiligen Ort der Elfen entwendet. Die gefährliche Konfrontation mit Bodhi gipfelte in der endgültigen Zerstörung der Vampirin. Nun muss ich mich nur noch Iredikus stellen. Seine Pläne müssen aufgehalten werden. Ich muss meine Seele wiedererlangen. Oder mich erwartet der Tod oder ein noch wesentlich schlimmeres Schicksal. Die Rüllatorne zeigte uns den Weg nach Suldan Nesala und Elan musste mit Bedauern feststellen, dass die Stadt von einer Vielzahl von Iredikus Kreaturen belagert wird. Unter anderem von teuflischen Rakshasas, deren Illusionen die Stadt zunächst verbargen. Elan sagte mir, ich solle Königin Elisim oder Hohepriesterin Delmin suchen. Eine von ihnen muss in der Lage sein, etwas gegen die Invasion zu tun oder mir zu helfen, Iredikus zu finden. Elan selbst wird am Eingang der Stadt bleiben und die Flüchtlinge sich aus der Stadt bringen. Das heißt, wir gehen erstmal hier oben lang zum Tempel. Also erstmal hier in das Haus, dann zum Tempel. Beziehungsweise hinter dem Haus gucken wir mal nach dem Weg nach oben in Richtung Palast. Weil Iredikus wird sich wahrscheinlich im Palast eingebunkert haben. Und ja, wir müssen gucken, dass wir die Stadt nach und nach säubern. Ja. Fragt nur. Ich warte. Keine große Herausforderung. Die Plattform hier scheint frei zu sein, okay. Thank you.
Wir sollen ja auch helfen, Flüchtlinge zu retten. Deswegen ist es unklug, durch die ganze Stadt zu rennen. Hi. 11 und 11. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das kann nicht sein. Das ist einfach unmöglich. Oh, danke sehr, mein Fürst. Ja, danke für was. Wir waren sicher, diese fürchterlichen Kreaturen würden uns töten. Sie haben alle Priesterinnen umgebracht. Ja, sie kamen in den Tempel und töteten sie alle. Alle Kinder von der Liefane. Oh, aber nicht Demi, die Hohenpriesterin. Sie lebt doch. Ich habe sie vorhin gesehen im Kampf gegen diese Wesen. Ihr müsst sie retten. Wo kann ich sie finden? Ich habe sie zuletzt im Südwesten der Stadt gesehen. Vielleicht hat sie sich in eins der Häuser dort zurückgezogen. Ich weiß es nicht. Ich werde sie finden, wenn ich kann. In der Zwischenzeit wird Eladen am Tor sein und die Stadt evakuieren. Geht dort hinter, werdet ihr sicher sein. Ja, natürlich. Wir werden sofort gehen. Nun gut. In der Hoffnung, dass Elfen keine bösen Feinde aufstellen. Oh, ein Steinhorn. Das sollten wir mitnehmen. Sieht wichtig aus. Geld und Bolzen. Ein Umhang. Und noch mehr Pfeile. Wurfpfeil. Gewitterbolzen. Verletzungspfeile. Und das sind definitiv Eispfeile. So, die heben wir auf. Den Rest verballern wir. Für den Fall, dass wir doch mal noch einen besseren Bogen finden, der Munition braucht. Elfenumhang. Besondere Fähigkeit, der Trinker erhält plus 50 auf dem Schatten verstecken. Hm. Ein elegant geformtes Steinhorn. Das Horn scheint Teil einer größeren Skulptur zu sein, wurde aber vom Buffon entfernt. Ja. Ja. Deswegen nehmen wir es mit. So, wir werfen mal kurz einen Blick hier über den Steg in den Norden. Städte gehen mir auf die Nerven. Wir sollten unseren Aufenthalt so kurz wie möglich gestalten. Okay, der Weg zum Palast ist frei. Wie gesagt, den Palast machen wir als letztes. Haben wir etwas Neues im Tagebuch? Einer der hier ansässigen Elfen erzählte mir, dass er gesehen habe, wie die Hohenpriesterin Demin im Südwestteil der Stadt gegen irgendwelche Wesen kämpfte. Vielleicht hat sie sich dort in eines der Gebäude zurückgezogen. Mhm. Ja, das Haus des Horns. War das. Vielleicht hat sie sich in ihr eigenes Haus oder das Haus der Priester zurückgezogen. Das werden wir sehen. Ach du meine Kacke. Ei, Eisengolem. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ach, ich zeige euch einen richtigen Kampf. Oh, hi, Rakshasas. Zum Glück mache ich mit dem Hammer Konstrukten sehr viel Schaden, scheinbar. Wer zur Hölle fehlt denn da schon wieder? Immerhin. Oh, hi, Golem. Ja. Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay, viele Rakshasas und Golems und sowieso. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ruft euch zu. Das Gute muss wohl was anderes ausprobieren. Seite.
So. Dann gehen wir noch mal ein. Oh Mann, wer hat den Adamantit-Golem eingeladen? Okay, okay. Im Morgen machen wir was gegen das Verlangsamtsein. Ja, Hira, bevor du wieder ein Ziel wirst, heil dich mal vollkommen. Ich muss mal was anderes ausprobieren. Und du heil dich auch mal komplett. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ruft euch zu sich. Hat das etwa wehgetan? Ja? Los, spuck es aus. Uff, das war schmerzhaft. Ich bin bereit. Aber wirklich schmerzhaft. Deswegen nutzen wir mal kurz die Verschnaufpause zum Heilen. Sprecht frei heraus. So, dann noch Kälter und Blitz ein bisschen heilen. Sie hat keine leichte Heilung mehr. Sie hat noch leichte Heilung. So, Quick Save. Schwierigkeitsgrad runter. Stufenaufstieg. Ein Priesterzauber 4 und 5. Ein zusätzlicher Trefferpunkt. Das ist nicht gerade viel, aber ein Attribut neues. Wenn der Magier diese Fähigkeit wählt, kann er einen zusätzlichen Zauber des 7 Grades pro Tag wirken. Das nehme ich gerne. So. Naja, Genesung werden wir nicht mehr brauchen, deswegen. Mantel der Furcht. Vergiften. Todesschutz, sicher ist sicher. Hier eine schwere, obwohl nochmal chaotische Befehle, ist auch sicher. Ja, hier kann ich nur Symbol Tod, weil das 7. Stufe ist wahrscheinlich hier mit gemeint. Jupp. Zauber zurückwerfen wäre nicht schlecht. Geringer Wunsch. Wort der Macht, Betäubung. Das nehmen wir mal rein. Und Airway ist aus irgendeinem Grund erschöpft. Ja, super. Ja, ich muss dann hier runter und mir ich erstmal hier umgucken, dass uns da nichts in den Rücken fallen kann. Ist hier die Brücke kaputt, dass wir nicht darüber können? Ja, sieht so aus. Oder das ist einfach unter uns. Hm. Wen haben wir hier drin? Suna. Ein Glabasu. Oh nö. Eisengolem. Akshasa. Tschüss. Da gehe ich nicht umgebufft rein. Was immer ihr wünscht.
Ja? Werter statt Wörter. Ich warte auf euren Befehl. Dafür buffe ich mich lieber ein bisschen. Ich helfe, wo immer ich kann. Was habe ich da ausgewählt? Ach so, Stärkung. Nö, Stärkung brauchen wir nicht unbedingt. Aber Furchtschutz. Das da könnten wir noch gebrauchen. Allzeit bereit.